Musiker leben oft das verrückteste Leben und viel zu viele von ihnen sterben jung. Der Tod ist ein unangenehmes Thema, dem sich viele Künstler in ihren Texten widmen und über die ewige Frage nachdenken, was auf der anderen Seite wartet, wenn überhaupt. Aber die folgenden Musiker scheinen ihren eigenen Tod vorhergesagt zu haben. In ihren Texten und anderswo. Hier ist eine besonders unheimliche Todesvorhersage, mit der man sich auseinandersetzen muss. Laut Music News sagte die Freundin der Sängerin Amy Winehouse, Alex Foden, dass sie wusste, dass ihr kein langes Leben beschieden war. Amy hat mir immer gesagt, dass sie dachte, sie würde jung sterben und dass sie wusste, dass sie ein Teil des 27 Club werden würde. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Club der 27 besteht ausschließlich aus Künstlern, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. Darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain. Und Winehouse ist 2011 tatsächlich im Alter von 27 Jahren gestorben. Der Bericht des Gerichtsmediziners ergab, dass Winehouse an einer Alkoholvergiftung starb. Das ist nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass die Sängerin dazu neigte, alles im Übermaß zu tun. What makes me crazy? Alcohol doesn't do nice things to me. I'm quite a horrible drunk. Quite a horrible drunk actually. Winehouse hatte Berichten zufolge ein ausgeprägtes Drogen- und Alkoholproblem und litt an Bulimie, was ihren Körper wahrscheinlich zu schwach machte, um all die anderen Exzesse zu verarbeiten. Ignorieren wir einfach die Tatsache, dass viele Berühmtheiten im Alter von 26 Jahren gestorben sind. Und viele Berühmtheiten sind mit 28 gestorben. Aus irgendeinem Grund finden wir es nur gruselig, wenn berühmte Leute im Alter von 27 Jahren sterben. Es ist bizarr und absolut tragisch, dass Winehouse richtig vorhergesagt hat, dass sie sich in dieser Reihe einreihen würde. Einige unheimliche Zufälle gingen dem Tod des Rappers Mac Miller voraus, dessen letztes Musikvideo zur Single Self-Care ihn in einem Sarg liegen zeigt. Das Video thematisiert die Abwärtsspirale der Sucht und enthält sogar eine Szene, in der Miller den lateinischen Satz Memento Mori in den Sarg ritzt. Wenn ihr das Glück hattet, Latein in der Schule zu vermeiden, bedeutet das: Vergiss nicht, dass du sterben musst. Miller machte nicht gerade ein Geheimnis aus seinem Drogenmissbrauch. I've proved to myself that I can be faded all the time, make great music and make it day to day and carry on. 2013 erzählte er Complex, dass es ihm schwer fiel, mit der Kritik nach seinem ersten Album umzugehen. Vor allem, wenn sie absichtlich grausam erschien. Viele der Kritiken bezogen sich eher auf mich als Person. Miller war noch ein Kind, als sein erstes Album herauskam. Und er konnte mit der negativen Kritik schlecht umgehen. Er begann, Promethazin zu nehmen, ein Medikament, das zur Behandlung von Allergien und Reisekrankheit eingesetzt wird. Promethazin ist auch ein starkes Beruhigungsmittel, das süchtig machen kann. Und es kann tödlich sein, wenn es im Übermaß eingenommen wird. Promethazin hat ihn aber nicht umgebracht. Er hat sich diese Droge abgewöhnt und ist zu ernsteren Drogen übergegangen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Rapper an einem tödlichen Cocktail aus Fentanyl, Kokain und Alkohol starb. Der D12-Rapper Proof befand sich in einem Nachtclub in seiner Heimatstadt, als er während eines Streits erschossen wurde. 2 Jahre zuvor auf dem Album D12 World von 2004 rappte er: Ich bin im Club, um zu beefen. Du musst mich dort umbringen. Das ist unheimlich konkret, wenn man bedenkt, dass Proof in einem Club ermordet wurde. Und die Umstände seines Todes sind noch merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass er 2005 in Eminems Musikvideo zu Like Toy Soldiers mitwirkte, in dem der Mord an D12-Mitglied Bugs dramatisiert wird. Proof stellte den verstorbenen Rapper in dem Video dar und spielte sogar seinen Mord nach. Den Rapper dabei zu beobachten, wie er eine Situation nachspielt, die seinem eigenen Tod nur allzu ähnlich ist, sorgt für ein äußerst unheimliches Seherlebnis. Proofs Freund H-Mac erzählte dem Guardian, dass Proof nicht der Typ war, der wegen einer Dummheit eine Schießerei anfangen würde. Also gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass dies ein besonders wahrscheinlicher Weg für Proof war. Viele Fans glaubten, Bob Marley sei eine Art Prophet wie Nostradamus, nur mit musikalischem Talent und coolerem Haar. Laut dem Buch Bob Marley Musician behauptete Marleys Mutter, dass er schon als kleines Kind die Zukunft vorhersagen konnte. Und einige Leute glauben, dass er die heutigen Kriege in der Ukraine, im Irak und in Syrien vorhergesagt hat. Aber die vielleicht seltsamste aller seiner Vorhersagen war die über seinen eigenen Tod. Als Marley 24 war, sagte er seinen Freunden genau, wie alt er sein würde, wenn er sterben würde. Ich weiß, dass ich mit 36 sterben werde. Im Jahr 1977 wurde bei Marley ein Melanom unter dem Nagel seines großen Zehs diagnostiziert. Die Ärzte empfahlen eine Amputation. Aber als Rastafari glaubte Marley, dass eine Amputation Sünde sei. Also lehnte er die Behandlung ab. Und im Sommer 1980 hatte sich der Krebs bereits in seinem ganzen Körper ausgebreitet. Er flog nach Deutschland in der Hoffnung, dass ein Arzt, der umstrittene Krebstherapien anbot, eine Heilung anbieten könnte.
aber die ganzheitliche Medizin schien nicht zu helfen. Marley beschloss, zum Sterben nach Jamaika zurückzukehren. Aber so weit kam er nicht mehr. Er starb am 11. Mai 1981 bei einem Zwischenstopp in Miami. Wie er vorausgesagt hatte, war er 36 Jahre alt. John Denver, der Star der Folkmusik, wird immer für seine Lagerfeuermelodien wie Take Me Home Country Roads und Annie's Song in Erinnerung bleiben. Aber sein erstes Sprungbrett zum musikalischen Ruhm war sein Lied Babe, I Hate to Go. Nature has always been the source of the greatest contentment in my life. Laut CNN wurde der Song zum ersten Mal ein Hit, als er von dem Folk-Trio Peter, Paul und Mary unter einem neuen Titel neu aufgenommen wurde. Im Text von Leaving on a Jet Plane verabschiedet sich der Sänger von einem geliebten Menschen, kurz bevor er in ein Flugzeug steigt, und erklärt wiederholt, dass er nicht weiß, wann er zurückkommt und dass er es hasst zu gehen. Diese Zeilen erwiesen sich als furchtbar unheimlich, wenn auch sicherlich nicht absichtlich. 1997 steuerte Denver sein eigenes Privatflugzeug an der kalifornischen Küste entlang, als der Motor ausfiel und er in den Ozean stürzte. Er war die einzige Person an Bord. Er war 53 Jahre alt. Wenn man an talentierte Künstler denkt, die viel zu früh von uns gegangen sind, kommt einem schnell der Name Jeff Buckley in den Sinn. I played my first gig in a club. That was it, you know, just, yeah, okay, I like this. It smells bad, I can be here. Dream Brother ist ein Jeff Buckley-Song, der besonders hervorsticht, weil er eine eindringliche Melodie mit einem Text über das Ertrinken verbindet. Es ist schwer, nicht von dem Text über einen dunklen Todesengel mit schwarzen, gefiederten Flügeln beeindruckt zu sein. Aber die unheimlichste Zeile des Liedes muss sein: Schlafend im Sand, vom Meer umspült. Der Text sagte voraus, was in Buckleys Zukunft kommen würde. 1997 berichtete der Rolling Stone, dass Buckley und ein Freund beschlossen hatten, im Wolf River Canal des Mississippi ein Bad zu nehmen, was katastrophale Folgen hatte. Der Fluss, der als riskanter Ort zum Schwimmen bekannt ist, riss Buckley mit sich und er verschwand. Nach sechstägiger Suche wurde seine Leiche an das Ufer gespült. Zum Zeitpunkt seines Todes war er erst 30 Jahre alt. Der Country-Musikstar Merle Haggard wusste wahrscheinlich, dass er sterben würde, wenn man bedenkt, was sein Körper in den letzten Monaten seines Lebens durchgemacht hatte. We want to continue, we don't want to ever die. And you know that's the next big event once you retire. Laut Heavy hatte Haggards Gesundheitszustand ihn dazu gezwungen, eine Reihe von Konzerten abzusagen. Und seine Diagnose einer doppelten Lungenentzündung war ziemlich schlimm für jemanden, der kurz vor seinem 79. Geburtstag stand. Das Merkwürdigste an Haggards Tod ist jedoch, dass der Sänger den Tag seines Todes genau zu kennen schien. Eine Woche bevor er tatsächlich eintrat. Am Tag des Todes seines Vaters schrieb Haggards Sohn Ben auf Instagram: Vor einer Woche hat Papa uns gesagt, dass er an seinem Geburtstag sterben würde. Und er hatte nicht Unrecht. Vor einer Stunde hat er seinen letzten Atemzug getan. Es könnte ein Glückstreffer gewesen sein. Oder vielleicht war Haggard so im Einklang mit seinem Körper, dass er instinktiv wusste, wie viele Tage noch in ihm steckten. Bei Songtiteln wie Everything Dies und Love You to Death wäre es nicht abwegig, Type O Negative Frontmann Peter Steele eine Beschäftigung mit dem Tod zu unterstellen. You happy to be here? I'm less miserable. Okay, you're less miserable. Steele schrieb nicht nur viele Songs über den Tod und das Sterben, er sagte auch regelmäßig seinen eigenen Tod voraus, unternahm Selbstmordversuche und täuschte seinen eigenen Tod sogar einmal vor. Laut Loudwire gab die Band 2005 auf ihrer Webseite bekannt, dass Steele gestorben sei, obwohl er in Wirklichkeit unfreiwillig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden war. Eigentlich ist es also gar nicht so seltsam, dass Peter Steele seinen eigenen Tod vorausgesagt hat, denn das hat er schon seit Jahren getan. Seltsam ist nur, dass er die genaue Art und Weise seines Todes vorherzusagen schien. Besonders gruselig ist der Text des Songs I Don't Wanna Be Me von 2003. Zwei Schritte vorwärts, zwei Schritte zurück. Ohne Vorwarnung, Herzinfarkt. 7 Jahre später lag der 48-jährige Sänger mit einer Grippe im Bett, als er unerwartet an einem Aortenaneurysma starb. Das ist technisch gesehen nicht dasselbe wie ein Herzinfarkt. Ein Aortenaneurysma ist eigentlich eine Ausbuchtung in der Aorta, die platzen oder zu anderen Problemen wie Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. Es ist nicht klar, welches dieser sekundären Probleme zu Steeles Tod führte. Klar ist, dass sich der Text von 2003 als unheimlich treffend erwies. Rockstar Warren Zevon wurde vor allem durch seinen Song Werewolves of London aus dem Jahr 1978 bekannt. Aber er schrieb 1987 auch einen Song namens The Factory. Trotz des scheinbar fröhlichen Klangs erzählt der Text die Geschichte eines Mannes, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt, in einer Fabrik schuftet, um seine Familie zu ernähren und schließlich krebserregende Stoffe wie Polyvinylchlorid, Plastik und Asbest einatmet. Jahrzehnte später ereignete sich eine Tragödie, oder zumindest wurde eine frühere Tragödie öffentlich bekannt.
Was Sieve nicht wusste, als er den Song schrieb, war, dass seine eigene Asbestexposition, die wahrscheinlich in seiner Kindheit stattfand, als Asbest überall zu finden war, irreversible Schäden an seiner Lunge verursacht hatte. Berichten zufolge wurde bei Sieven im Jahr 2002 ein pleurales Mesothelium diagnostiziert und ihm eine tödliche Prognose gestellt. Because I seem to have already exceeded one of the predictions, which was that I only had a few months. Sieven lehnte eine Behandlung ab und verbrachte die letzten Monate seines Lebens mit der Fertigstellung seines letzten Albums The Wind, das er kurz vor seinem Tod im Jahr 2003 veröffentlichte. Zu seiner Zeit war Jackie Wilson, auch bekannt als Mr. Excitement, ein legendärer Künstler, der in seinem Leben über 50 Hitsingles herausbrachte. Nach Angaben des Winston-Salem Journal war sein Privatleben eher unruhig und wurde oft von Beziehungsproblemen, persönlichen Dramen und Alkoholismus geplagt. 1975 stand Wilson in New Jersey auf der Bühne und sang seinen berühmten Song Lonely Teardrops, als er einen Herzinfarkt erlitt. In einer tragischen Wendung waren die Worte, die Wilson sang, als sich seine Brust verkrampfte, Berichten zufolge, mein Herz weint. Wilson brach vor dem Publikum zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er starb zwar nicht an diesem Tag, aber sein holpriger Weg ging weiter. Er verbrachte einige Monate im Koma, bevor er das Bewusstsein wieder erlangte. Aber er war unbeweglich und konnte nicht sprechen. Fast 9 Jahre lang wurde er im Wachkoma zwischen verschiedenen Pflegeeinrichtungen hin und her geschoben, bevor er schließlich 1984 verstarb. Es scheint, als hätte Avicii es kommen sehen. In der 2017 erschienenen Netflix-Dokumentation Avicii – True Stories sagte der schwedische Musiker und DJ hinter den Hits Levels und Wake Me Up, dass er sterben würde, wenn er sich nicht von seinen Auftritten zurückziehen würde. Sag till dem så här, jag kommer inte kunna spela längre. Jag har sagt typ, jag kommer dö. Jag har sagt jättemånga gånger. Jag kommer inte kunna spela mer. Då vill inte jag höra att de ens ska underhålla. Diese Gewissheit des bevorstehenden Todes schien der Grund für seinen Rückzug im Jahr 2016 zu sein, da er das Gefühl hatte, dass seine gesundheitlichen Probleme und seine alkoholischen Neigungen ihn überwältigen würden, wenn er sich nicht aus dem Rampenlicht zurückziehen würde. Aber er sagte, dass er immer noch einen ständigen Druck verspürte, weitere Auftritte zu absolvieren, trotz der Angst, die ihm das bereitete. 2018 wurde Avicii, der eigentlich Tim Bergling hieß, tot in einem Resort in Muscat Omen aufgefunden. Seine Familie veröffentlichte später ein öffentliches Statement, das auf einen Selbstmord hindeutete. Er war erst 28 Jahre alt. Falls ihr oder jemanden, den ihr kennt, Suizidgedanken habt, könnt ihr die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter 0800 111 0111 anrufen oder die Nummer gegen Kummer unter der Telefonnummer 116 111.